Hallo und willkommen in Runde 13 von Strategic Command Civil War. Wir sind hier im Bürgerkrieg von Amerika. Und folgendes letzte passiert. Es gab ein paar Truppenverschiebungen hier an der Ostfront, kann man so sagen. Westfront? Ostfront? Ostfront. Ja. Und der Computer baut hier doch eine ganze Menge Truppen auf. Ich würde ja natürlich gerne hier die Kavalleriedivision vertreiben. Ist natürlich etwas schwierig momentan. So, ansonsten haben wir hier gibt es einige wurden hier einige Sachen abgeschnitten. Ich weiß gar nicht, er hat eine Versorgung jetzt von 0, das heißt, er kann sie jetzt nur noch zurückziehen. Er hat auch eine Versorgung von 3, weil hier die der Wald, die Straßenstrecke wieder aufgebaut ist. Er hat hier ein Hauptquartier. Er kann hier natürlich seine Truppen hier versorgen und er ist jetzt relativ abgeschnitten von allem. Da muss ich aber mein Kumpel drum sorgen und hier um seinen Reiter, den er natürlich jetzt, ja, wird schwierig, ihn da wieder rauszuholen. So, ansonsten wird der Trupp, hier belagert und die Versorgung wird immer weniger. Also hier in Missouri wird es auch langsam voll. Hier kommen die ersten Divisionen an, die natürlich den Brigaden hoch überlegen sind. Und hier wird natürlich auch etwas schwieriger werden, hier weiter vorzurücken. So, es wurde ein Tipp gegeben, dass wir hier unsere Häfen verteidigen sollen gegen die Unionstruppen. Wir hatten hier unsere erste Seeschlacht mit unserem Schiffchen. Hallo? Nein? Shit. Kann ich nicht zurück machen? Ah, nee. Ja, so viel dazu. Wenn man sich verklickt, aber dann bleibst du halt dort. Er blockiert zum Glück nicht diese Seeroute. Ich werde versuchen, auf jeden Fall mit ihm dann nochmal hier auch mal ein bisschen zu verteidigen. Ich wollte ihn eigentlich reparieren, aber das hat sich jetzt wohl gerade erledigt. Deswegen werde ich ihn hier hinstellen und innerhalb von 2 Feldern, das ist gut, er steht 3 Felder entfernt, nein 2, würde ich mal sagen. So, das heißt, ihn kann ich dann hier hinsetzen mit ein bisschen Glück. Wird er auch eine Runde dort halten, bis meine Verstärkungsschiffe da sind, aber die werden erst 62 irgendwann kommen. Und erstmal muss ich schauen, wie ich die Häfen ansonsten verteidige. Hier in alles, was einen Hafen hat, muss natürlich irgendwo verteidigt werden. So, es gibt hier überall Eisenbahnverbindungen durch, dass ich von hier oben ihn zum Beispiel verlegen nach hier unten kann. So, könnte ich machen. So, werde ich auch wahrscheinlich tun. So, die Brigade. Kann sich dann in Savannah breit machen oder hier in New Bernie. Das ist jetzt keine großartige Verteidigung, aber man weiß nie, wer was kommt. Außerdem muss ich gleich mal überlegen. Ich schaue mal kurz nach, was bekomme ich für neue Einheiten. Ich bekomme ein Pionier. Na schön, damit wollte ich mich hier ein bisschen verschanzen. Und das war es. Mehr bekomme ich nicht. Das heißt, die Einheiten müsste ich dann auch mal überlegen, was ich mit ihm tue. Und zum Beispiel mal reparieren. Das wäre aber lebensnotwendig. Ich habe 600 ungefähr, was ich an Einnahmen diese Runde habe. Forschung ist, meine ich, nichts fertig geworden. Das heißt, ich kann mich in Ruhe um meine Einheiten und neue Einheiten dafür kaufen. Wir haben noch ein paar Divisionen, die wir haben können.
und ein bisschen Kavallerie. Ja, dich kann ich da einsetzen. Ach so, das sind Flüsse. Wo möchte er verteidigen? Möchte ich da mal eine Verteidigung aufbauen? Da habe ich hier schon mal. Oder setze ich dich nach dort? Nächste Runde hier hoch zu gehen. Ne, du brauchst erstmal da schon mal befestigen. Also bräuchte ich ein Dreierfeld. 1, 2, 3. Bauzeit 135 Tage. Was? 135 Tage. Okay. Da muss man ganz schön überlegen, wo man hier was draufsetzt. Neunzig. 3 Monate. Ja, den werde ich mal tun und danach kann ich ihn überlegen, ob ich ihn irgendwo hier oben verlege und dann hier ein bisschen meine Verteidigung ausbaue. 135 Tage für so ein Dreierfeld. Das sind ja 4 Monate. Das ist schon mal eine Hausnummer, würde ich mal sagen. Ihn würde ich hier wirklich verlegen. Am liebsten nach da, damit ich hier schon mal die Sachen verteidigt habe. Nach Jacksonville brauche ich dann auch bald ein paar Truppen. Muss ich mal schauen, ob man hier was abziehen kann. So, du kommst jetzt aber dafür erstmal. Du warst verstärkt auf Maximum. So, ich kann nur bis auf. Bis ich meinen Kumpel noch 615 übergebe. So, du warst schon mal verstärkt. Du stehst im Wald, da stehst du gut. Du gehst nach hier. Dann wirst du freigestellt, du wirst unterstellt. Freigestellt, du wirst unterstellt. Habe ich schon mal ein 1 zu 2. Das ist schon mal ein 2 zu 2 ist es geworden. Da ist ein 1 zu 1. So, auch ein 1 zu 1. Du kannst, brauche ich dich nicht. Ah, ich muss ihn eigentlich. Den komme ich nicht ran. Scheiß. Hier muss ich. So muss ich eigentlich verstärken. Das bringt auch nichts, auch nur ein 1 zu 1. Das heißt, da kann ich ihn freistellen. Kann ich gleich wieder ihn unterstellen. So, jetzt überlege ich. Rauskriegen tue ich ihn nicht. Definitiv, auch wenn ich mit ihm ein 1 zu 2, 1 zu 3 mache, werde ich ihn wahrscheinlich nicht hinausbekommen. Also werde ich ihn ganz normal auf 10 verstärken. Dann werde ich ihn freistellen, ihn unterstellen. Dann ist er nämlich hier verstärkt auf eine 8.
Und nächste Runde sollte eigentlich hier eine gute Versorgung sein. Ne. 8, 7, 5. Jetzt habe ich, glaube ich, meine ich dasselbe. Eine 5. Na, schade. So. Das ist eine Versorgung da von 5. Da ist so eine von 7. Ziehst du dich auch mal zurück. Ein bisschen Versorgung tanken. Vielleicht auch nächste Runde mal ein bisschen. So. Ja, ihr seid eingegraben. Ich glaube nicht, dass euch was passiert hier. Ihr habt zwar eine Versorgung von 5. Fährt mal der Zug ein bisschen noch da hoch. Dann werden wir so long sweet. Ihr bleibt mal dort. Aber weiß ich momentan noch nicht genau, was ich mit dir tun soll. Außer dich nach hier zu schicken, wo du auch wahrscheinlich gut gebraucht wirst, um einfach hier ein bisschen die Lage zu sondieren. Er könnte ihn nach da schicken. Das ärgert mich hier ein bisschen. 5, 6, das Feld zu erobern. So. Ah, okay, da sind auch Truppen drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah. Das wird dann wahrscheinlich auch so ein Kuhkaff sein, mit einem Nichts. Ihn werde ich jetzt hier zurückziehen. Ihm werde ich den Ort geben, ja, aber damit hier die Versorgung wieder verbessert wird. Ihn lasse ich dann mal hier stehen. Ich muss die nächste Runde eigentlich Versorgung wieder hergestellt werden. Da hat er eine Versorgung von 3. Dann hat er Bewegungspunkte von 3. 1, 2, 3. Dann kommt er da rein. Wenn ich da bräuchte von 4, dann komme ich dann nicht hinein. Also bleibt er da und wir hoffen auf das Beste. Ja, das ärgert mich ein bisschen. So, habe ich nicht irgendwo noch eine Einheit, die ich abziehen kann? Du bleibst einfach da stehen. Du bist hier mein Auge und Ohr, das heißt, du kannst hier ein bisschen schauen, wo was ist. Außerdem verteilst du hier den General. So, wird da nochmal verstärkt. Ansonsten kann ich hier nichts tun. Ihr bleibt weiter wacker da. Ihr da. Du hier. Mehr geht nicht. Dann geht's nach New Texas. Meine wichtigste Front hier. Dann wollen wir mal schauen. Ein 2 zu 0. Das ist natürlich ein sehr gutes Ergebnis. Ach, schade. So. Und? Ach, komm. Das. Ich würde mal sagen, das war die Gerechtigkeit. So, schauen wir mal, Versorgung von 6, das heißt, die Mine kann sich jetzt regenerieren, wir kriegen ein bisschen Geld dazu. So, du gehst nach
hier und du kannst, meine ich, nach dort reinziehen. So, Dreierversorgung, eine Zweierversorgung. Wenn ich ihn, hat doch da nichts. Hier abschneide. Hab ich eine 0? Er eine 0 wahrscheinlich, oder? Ne, ich habe eine Einserversorgung. Ziehe ich mich nach hier. Dann ist er auf 0. Definitiv nächste Runde. Er hat nur eine kleine Garnison hier. Damit wird er ihn nicht gleich wegmachen können. Aber er hat nichts. Das heißt, ihn werde ich danach die Runde wahrscheinlich wegmachen können und könnte Richtung Valencia ziehen. Na, dafür bräuchte ich einen General eigentlich hier oben. Aber ich habe leider nichts. Und ihn muss ich hier irgendwie. Hat schon eine Versorgung von 2. Wird jetzt auch weiter runtergehen. Auf 1. Ich hoffe, dann habe ich nämlich hier auch so bessere Versorgungswerte. Wenn hier die Straße erhalten ist. Dann geht es dort weiter. So, das heißt, für mich. Ich brauche Truppen. Ich brauche Truppen, mich hier Truppen frei werden zu lassen. Das heißt, Division, 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 Division. Aus. Dann nehme ich die aus. Danville. Eine Division aus Danville kaufen und dann könnte ich mir noch eine kaufen aus Taylorsville. Taylors. So, ich wollte mal eins sagen, wir hatten uns bis jetzt auch keine anderen Videos von irgendwelchen anderen Leuten angeguckt, jedenfalls ich zumindest. Deswegen, ich weiß gar nicht, was der Gegner macht. Ich weiß auch gar nicht, was die Union eigentlich so für Truppen und für Strategien hat. Und um einfach hier quasi zu sehen, ja, der kriegt hier eine Armee und dann fährt er hier runter und wird hier eine Armee aufbauen. Das weiß ich alles nicht. Ich kann es Ihnen euch nicht sagen. Das heißt, ich spiele wirklich das zum allerersten Mal hier. Und die ganzen Sachen, die ich so hier mache, das, ich will nicht sagen, ist realistisch. Wo wir hier drauf reagieren, das ist dann eher so eine. Oh, ich habe ein bisschen mein Budget überzogen. Ich hoffe, mein Kumpel verzeiht mir. Er kriegt natürlich nächste Runde gerne 100 mehr oder 200 mehr. Hat mich ja so verrechnet. Ja, scheinbar. Ja, okay. Aber und aus dem Grund so lassen wir uns überraschen hier, was passiert. Und hoffen. So, du wirst jetzt auch deinem Tod entgegenfahren. Und sind gespannt, wie es hier weitergeht. Aus dem Grund so, ich habe keine Ahnung, ob das eine gute Entscheidung ist, dass ich die hier lasse. Oder auch nicht. Oder ob er dort vielleicht hier oben besser aufgehoben ist, um hier die Leute zu unterstützen. Wohl wahrscheinlich. Oder wahrscheinlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Oder ob jetzt hier gleich eine Rieseninvasion kommt und ich sage, um Gottes Willen, ich brauche da jemanden in Richmond, der hier die ganze Sache, wo es automatisch, der hier die ganze Sache übernimmt und die Leute quasi hat. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen. Wie gesagt, ich bin da sehr gespannt drauf, wie es hier weitergeht. Momentan läuft es ganz gut hier, muss man sagen. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es doch so gut läuft. An der Stelle, ich halte hier eigentlich wacker meine Verteidigung. Wellington war ein wichtiger Ort hier oben und ansonsten bin ich hier relativ stark am, ja, drücken. Natürlich jetzt wird es schwierig. Hier kommen Unionstruppen. Divisionen, deswegen habe ich auch neue Divisionen in Auftrag gegeben. Ich hoffe, sie werden bald
ankommen. Wir schauen mal, wir haben jetzt den 10. November, also meine Artillerie kommt bald. Am 14. November, die sollte eigentlich nächste Runde da sein. Dann haben wir noch einen Pionier. Dann kommen diese Flusspanzerschiffe und ich glaube, ab Dezember, Januar sind die nächsten Truppen dann in Aussicht. Ich bin gespannt, wie es dann hier oben dann schon aussieht, aber ich werde jetzt fleißig weiter Truppen kaufen, um dann hier Stand zu halten. Deswegen lasse ich die Leute hier gut eingegraben. Er hat eine Verschanzung von 2, er ist auf 8 wieder hoch. Er hat eine Verschanzung nur noch von 1 momentan, aber die werde ich auch nächste Runde dann auch mal wieder verstärken. Ich habe gehofft ein bisschen, dass die Einheiten, dass er hier Harrisville, Harper's Ferry verlässt und dass ich dann hier am Fluss mich eingraben kann. Da wäre natürlich eine schöne Sache, dann würde er hier werken, hier sein. Hier könnte ich natürlich auch relativ smart hier alles verteidigen. Aber so ist das halt. Da kann man halt nicht viel gegen tun. Hier ärgert mich ein bisschen. Also, weil ich hier niemanden hatte, konnte er natürlich hier meine Verbindung unterbrechen, ohne dass ich was tun kann. So gleichen sie Kontrollzonen aus. Wenn er sich nicht bewegt, habe ich natürlich hier Sachen. Na, ist natürlich, und so musste ich Charleston aufgeben. Naja, doof. Ganz doof, noch döver, aber so ist es. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Danke, dass ihr mein ganzes Gelaber immer wieder anhört. Lasst gerne bei mir und bei meinem Kumpel ein Abo da. Wie gesagt, wir haben jetzt noch andere Sachen laufen. Crusader Kings und. Und natürlich auch viele Strategic Command rein. Schaut einfach mal rein. Dann bis zur nächsten Folge. Wie gesagt, wir werden jetzt regelmäßig streamen. Die Sachen kommen regelmäßig raus. Und ich wünsche euch dann noch viel Spaß beim Zusehen. Und ja, vielleicht kauft ihr das Spiel auch mal. Das ist echt sehr schön. Also, ich hätte zum Anfang mit den Südstaaten jetzt nicht gedacht. Ich dachte, nicht so mein Setting, aber es ist halt nett wegen diesen ganzen Staaten. Was mal was ganz anderes ist. Du hast halt hier irgendeinen Staat und da hast du eine Hauptstadt vom Staat. Wenn du die eroberst, gehört dir halt der ganze Bundesstaat. Also, ja, der ganze Bundesstaat hier. Und bei den anderen Spielen war das halt nicht so. Da hat es halt zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg in Russland und da konntest du halt Städte erobern, wie du wolltest, und dann Moskau erobern, wie du wolltest und dann wurde halt die Hauptstadt verlegt und dann, ja, irgendwann dachtest du, oh ja, schön. Und hier ist es, so wie ich schätze, doch ein bisschen was anderes. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Dann, ja, nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!